Der Bruder fragt nach Qunut, nicht Qunut, nicht Ta, Ta, Qunut. Al-Qunut kommt von lang stehen und Gottes Fürchtigkeit zeigen. Das ist Al-Qunut. Dass man etwas viel macht. Es gibt drei Arten von Qunut. Ein Qunut nennt man Qunut al-Nazila. Passiert etwas mit den Muslimen. Ein Erdbeben, Hochwasser, ein Feind greift die Muslime an. Dann darf der Imam in allen Gebeten nach dem letzten Rukur Mitgebet machen. Der Prophet hat das gemacht gegen Re'l und Zikwan und Usayya, weil sie 70 Gelehrten von Sahaba getötet haben. Ein Monat lang hat der Prophet das gemacht. Und aus diesem Grunde haben einige von Schafi'iyya gesagt, der Imam macht ein Frühgebet Qunut. Aber Anas, radhiyallahu anhu, sagte, Muhdath, ich habe hinter Abu Bakr, hinter dem Propheten, hinter Umar und Abu Bakr gebetet. Keiner hat das gemacht. Das war nur für diese. Und manche aber sagen, nein, das ist Sunnah für sie. Dritte Art von Qunut, das ist ein Witr-Gebet. Witr-Gebet, das ist ungerade Zahl von Raqqa, was du betest, entweder vor dem Schlafen oder vor dem Frühgebet. Das wird vor Eintreten von Fajr-Zeit, von der Morgendämmerung. Und da macht man auch Bittgebet. Wallahu ta'ala ala wa a'lam.